Nochmal ganz kurz zurückzukommen auf die Weltregierung. Und zwar wird ja jetzt oft gesagt, dass die politische Union dringend unserer Euro-Union folgen muss und dass das im Prinzip in der verkehrten Reihenfolge stattgefunden hat. Dass wir also dringend diese politische Union brauchen. Ist das der nächste Schritt für Europa in Richtung Weltregierung? Ja, das ist der nächste erwünschte Schritt der Eliten und so weiter. Ob das so ganz geht, weiß ich nicht. Ja, de Gaulle hat ja gesagt, was wir wollen, ist ein Europa der Vaterländer. Das heißt, jedes Land bestimmt über sich selbst, aber in großer Freundschaft und Verbundenheit mit dem Nachbarland. Wir arbeiten wirtschaftlich eng zusammen, so eng wie es geht, zum Vorteil aller, aber politisch bleiben wir getrennt. Das war de Gaulle. Und deswegen hat man ihn dann ganz leise mal in irgendeine Ecke geschoben, trotz seiner Verdienste im Weltkrieg. Ich glaube nicht, dass das geht. Das wird nur gehen durch die letzte Trumpfkarte, die sie noch nicht ausgespielt haben. Sie müssen einen neuen 11. September erzeugen, künstlich natürlich. Und zwar nicht so ein Push-Job wie das letzte Mal, wo jedes Schulkind sofort lacht und erkennt, was das ist. Sie haben ja die ganzen Überreste der Türme mitsamt dem Erdreich auf 180 Schiffe verladen und nach China geschafft, unterwegs den Dreck ins Meer gekippt und der Stahl wurde in China eingeschmolzen, damit man die Sprengspuren nicht mehr nachweisen kann, zum Beispiel. Aber das sind kleine billige Dinge. Diesmal käme was Saftiges, was Richtiges. Könnte das auch ein Krieg sein? Also es wird ja schon ewig mit den Säbeln gerasselt bezüglich dem Iran. Jetzt wurde gestern erst von der internationalen Atombehörde gesagt, dass der Iran tatsächlich eine Atombombe baut. Vorher war das immer alles noch ein bisschen unsicher. Was für ein Konfliktpotenzial steckt da drin? In einer solchen Situation, in einem hohen politischen Amt zu sein, ist außerordentlich gefährlich. Weil die Volkswut richtet sich dann gegen das, was sichtbar ist. Und das wären die Politiker im Amt. Und aus dem Grund müssen die etwas vorbauen, diese Geschichte. Und das wäre natürlich ein Krieg, ist ideal. Sie brauchen nicht unbedingt einen Krieg. Statt einer Währungsreform zum Beispiel. Ja, beides. Das machen wir dann parallel. Während des Krieges oder während dieser Entschuldigungsgewalttat sozusagen, ganz leise erfolgt eine Währungsreform. Und in einem Kriegszustand ist es den Menschen völlig egal, aber sie kriegen das nur am Rande mit, dass ihre Bankkonten plötzlich auf Null gegangen sind. Die sind sie froh, dass sie A noch leben und B was zu fressen haben, zum Beispiel. Das überdeckt das dann. Und dann können sie sagen, gleichzeitig, das waren die Bösen. Jetzt gibt es furchtbar viele Böse. Chinesen, Muslime im Augenblick, Al-Qaida, Iraner, alle so Feindbilder, die jetzt über Jahre hinweg aufgebaut worden sind. Das sind dann die Bösen. Sie müssen nur die Leute genügend in einer tödlichen Angst halten, wo sie bereit sind, alles über sich ergehen zu lassen. Das reicht. Manchmal habe ich das Gefühl, die Bevölkerung ist ja so ein bisschen wie der Frosch im heißen Wasser. Da sagt man ja, wenn man den in kaltes Wasser erstmal reinsetzt und das Wasser langsam erwärmt, dann schafft das nicht mehr rauszuspringen, wenn es zu spät ist. Ist das bei uns genauso? Merken wir überhaupt noch, wie sich exponentiell das alles entwickelt? Kriegen wir das überhaupt noch mit? Wann ist dieser Krisenausbruch? Einige wenige merken das. Deswegen ist die Messe hier so voll. Da ist ein Ruck durch die Welt gegangen. Die wachen auf und sagen, was ist denn überhaupt los? Wie kam es denn? Aber die Masse der Menschen, angesprochen auf solche Probleme, werden, wenn sie höflich sind, im Moment zuhören und sagen, ja, ist schon gut. Man wird als Spinner abgetan oder als Chaos-Theoretiker oder noch schlimmer als Verschwörungstheorist, Untergangspropheten, Schwarzseher, manchmal Nazis, Rechtsextremer, was auch immer. Es gibt immer sehr gute Sachen dafür. Warum? Die Leute wollen das nicht hören, weil das stört ihre Komfortzone. Sie wollen sich mit solchen Dingen überhaupt nicht beschäftigen. Sie schieben das von sich. In gewisser Weise kann ich es verstehen. Und das ist auch der Grund, weswegen Kriege und Krisen überhaupt stattfinden. Denn wenn die Leute das einsehen würden, würden sie entsprechende Gegenmaßnahmen treiben in ihrem Verhalten und auch sonst, dann würden Kriege und Krisen überhaupt gar nicht auftreten. Weil die Leute das Bewusstsein hätten und sich nicht mehr an der Nase langführen lassen würden? Richtig. Wir die Leute, die Krieg und Krise brauchen, müssen diese Mentalität haben. Sie brauchen sie in der breiten Bevölkerung. Was auch entsprechend gefördert wird, erstens durch die Erziehung, zweitens durch das Fernsehen, die Massenmedien, die ja bekanntlich im Wesentlichen in den Händen von 5 Familien weltweit sind. Die bestimmen, was wir hören und was nicht und wenn ja und überhaupt und wie dargestellt und wie gedreht oder was auch immer zum Beispiel. Also sie haben leider, wenn man so will, nicht nur unbeschränkte Geldmittel, die im Wesentlichen steuerfrei sind. Übrigens, wer dazugehört, brauchst du nur immer gucken, wer ist steuerfrei, wie Brüssel, das ganze Brüssel ist steuerfrei. Und nicht nur Einkommensteuer, alle Steuern zum Beispiel. Dann weißt du ungefähr, wer zum Club gehört, im Prinzip. Das ist das eine. Aber das andere ist mit dieser Haltung, um die zu erzeugen, musst du die Leute ein bisschen verdummen.
Also es ist auch ein bisschen eine Verrohung der Sitten. Also man wird nicht nur nicht gebildet, sondern auch noch im Gegenteil nicht nur verdummt, sondern auch die Sitten gehen auch verloren. Abgestumpft und auf ein immer tieferes Niveau gedrückt. Und solche Leute, die denken nicht mehr nach und wehren sich auch nicht. Und dann im Übrigen das andere, diese endlosen Videospiele und das ganze Internetzeugs, also vieles davon, wird ja nur... Sicher, Internet hat auch sehr, sehr unheimlich viele Vorteile. Das Einzige, was es noch gibt, wo man wenigstens noch ein paar Sachen erfahren kann, unkontrolliert gewissermaßen, nicht ganz. Viele Seiten werden abgeschaltet. China zum Beispiel hat es total gemacht. In China gibt es so gut wie nichts, was da durchgeht. Das können die hier genauso machen. Aber die guck doch die Jugend an, was machen die? Die sitzen vor irgendeinem Ding und spielen stundenlang irgendetwas. Wo sollen die denn noch die Fähigkeit haben, selbstständig zu denken oder nachzudenken? Bei denen geht's allen nach dem Motto, ich hab's doch im Fernsehen gesehen. Ja, apropos viel zu teuer, kommen wir nochmal ganz kurz zurück zum Euro. Der Euro liegt ja jetzt im Prinzip im Sterbebett und wir kaufen ständig ganz, ganz teure Medizin. Wann ist das Ding endlich um? Das ist eine schwere Frage. Mit Sicherheit steht fest, dass alle Papierwährungen der Welt, die Chinesen hatten schon vor über 4800 Jahren zweimal Papierwährung, alle, ohne Ausnahme, sofern sie nicht durch Gold gedeckt waren, sind alle auf Null gegangen, alle. Es gibt keine Überlebenden. Und das wird auch das Schicksal des Dollars sein und des Euros. Wann das genau passiert, ist schwer zu sagen. Das kommt darauf an. Der Euro in seiner jetzigen Form wird auf gar keinen Fall überleben. Entweder kriegen wir Nord-Süd-Euro oder wir kriegen einen Euro-Dollar oder wir kriegen gleich die Weltwährung. Oder es ist furchtbar schwer festzustellen oder was zu sagen. Das kann man nur schätzen. Weil das Problem ist, hier gelten nicht nur wirtschaftliche Gesetze, sondern politische Manipulation aller Art. Und es ist sehr, sehr schwer zu schätzen, wie lange sich die Politik noch damit hinziehen kann. Es ist sowieso ein Wunder, dass das ganze System immer noch gehalten hat bis jetzt. Nur die Manipulationsmöglichkeiten durch Medien und Ähnliches, die die Regierung jetzt haben, waren noch nie in der Geschichte so groß wie jetzt, global verletzt. Trotzdem. Also wenn jemand täuscht, trickst, betrügt und irgendwie auf diese unsaubere Weise lebt, das kann lange gut gehen, aber niemals für immer. Und das Leben des Euros wie alles andere ist begrenzt. Bis jetzt hat er sich in knapp 10 Jahren in seiner Kaufkraft, sprich in seinem Wert, ne, in seinem wirklichen Wert, um 60% verringert. Bis jetzt. Zum Beispiel wird Deutschland jetzt bürgen müssen für, ursprünglich waren es 211 Milliarden und jetzt redet der Hosenanzug schon von 1000 Milliarden und andere reden schon von 2000 Milliarden. Das sind, ich weiß nicht, der deutsche Staatshaushalt ist im Moment um die 300 Milliarden. Also wir werden demnach, müsste Deutschland ungefähr 7 Jahre, wenn sie bürgen müssen, mit 100% Steuern arbeiten. Da könnte kein Deutscher sich mehr ein Glas Wasser kaufen oder was zu essen und so weiter. Und das ist abzusehen, das Ende. Es kann jetzt theoretisch schon mit dem Austritt Griechenlands, mit dem ich noch in diesem Monat rechne, oder also spätestens bis Weihnachten, das wird ziemlich Erschütterungen auslösen, weil die anderen Länder, die sind ja auch gefährdet, dann genauso. Und die Investoren werden sehr vorsichtig sein und sagen, wie zum Teufel sollen wir jetzt Portugal, die anderen Länder, die wackeln, Italien, Frankreich, da noch Geld rein tun? Nee, sagen die sich. Die tun das lieber in Gold und Silber. Also es ist ja einfach ein Fass ohne Boden, dem einfach immer noch mehr Geld hinterhergeworfen wird. Das gute Geld dem schlechten Geld nachgeworfen, wie es so schön heißt. Also so oder so, es geht nicht mehr sehr lange. Die retten sich zu Tode, mit anderen Worten, und Schulden, mit noch mehr Schulden zu bekämpfen. Wie gesagt, also die halbe Intelligenz einer unterleibsamputierten Schlupfwespe genügt, um zu begreifen, dass das nicht gut gehen kann. Euro und diese Papierwährung gehen steil zackenweise nach unten und Edelmetalle gehen steil zackenweise nach oben. Also das ist doch wohl klar, dass du kannst den Maulwurf fragen draußen, der da noch wühlt. Wenn der rauskommt, sagen, in was würdest du denn investieren? In etwas, was nach oben geht oder was nach unten geht? Dann wird er aus seinem Erdreich herausmurmeln, nach oben, so zum Beispiel. Das ist alles, was wir missen müssen. Dieser ganze Quatsch mit Hebeln und Rettung und diesen ganzen, das ist alles nur dummes Zeug, letzte Verzweiflungstaten eines zusammenbrechenden Systems, die nicht mehr weiter müssen. Rückzugsgefechte alles. Ja, natürlich. Die müssen so lange halten, wie es nur irgend geht. Und dann in der Hoffnung, dass sie dann uns die große Weltwährung draufdrücken können und die totale Diktatur, weil sie schon erkennen kann. Krise, ich weigere mich, das Wort Krise zu benutzen. Das ist keine Krise. Das ist ein Vorgang der Zurückführung auf normale Verhältnisse. Es ist nicht ganz normal, dass wir 1 Million Milliarden an Derivaten haben. 1 Million Milliarden Dollar an Derivatevolumen global. Wahrscheinlich noch mehr. Das war die Zahl von vor einem Jahr. Das geht nicht. Das muss irgendwie bereinigt werden. Es geht auch nicht, dass Deutschland zu vernünftigen, vernünftig nicht, zu sehr hohen
kurz vor der Revolution stehenden Sätzen noch die Schulden zurückbezahlt, würde Deutschland 350 Jahre bezahlen. Amerika braucht 450 Jahre und Japan 950 Jahre. Das sind 10 Generationen. Wenn wir die 10. Generation fragen, Mutti, wieso bezahlen wir denn immer noch 97% Einkommensteuer für etwas, was vor drei Jahrhunderten war? Das gibt es nicht. Das Spannende ist doch auch, wenn man das in zur Relation zur Weltbevölkerung stellt. Also wir sind 7 Milliarden Menschen und die Geldmenge ist exponentiell davon. Ja, das hängt mit dem Zinseszinsformel zusammen. Da gibt es einen Exponenten, der heißt N und N ist die Anzahl der Jahre. Und wir sind jetzt bei ungefähr der letzten Zyklus vielleicht so ein paar 90. Es gab vor Amerika 5 Weltleitwährungen. Die Franzosen, die Holländer, die Spanier, die Engländer und noch jemand. Die hatten, und jetzt ist die amerikanische 6. Weltleitwährung. Und der Durchschnitt von den Jahren, wie die gehalten haben, ist 93. Amerika ist jetzt ungefähr, hat die 93 jetzt im nächsten Jahr erreicht. Also wenn es nach einem statistischen Durchschnitt geht, ist der Dollar jetzt fertig. Es kann sein, dass sich noch ein bisschen hält, in irgendeinem, vielleicht ein Jahr länger oder vielleicht sogar 2. Ich weiß es nicht. Jedenfalls vom Zyklus und von der Statistik her kommt das Ende. Und wie die neue jetzt aussieht, das werden wir ja sehen. Ich glaube nicht, dass das möglich ist, etwas anzubieten, zum gewissermaßen Papierdreck und dasselbe Spiel nochmal zu spielen, dass die Bevölkerung das annimmt. Es muss was Solides drin sein, Gold, Silber in irgendeiner Form. Zumindest ein gewisser Prozent, dass sie sagen 20% oder irgendwas derartiges, um die Bevölkerung zu beruhigen und wieder mitzumachen. Dieses schmutzige Spiel im Prinzip. Also die nächste Währung muss irgendetwas Solides enthalten. Zumindest am Anfang. So nach 10 Jahren wird man das Gold dann langsam wieder verschwinden lassen. Dann wird man es wieder vergessen haben, so wie es in der Vergangenheit auch war. Es kommt immer in der dritten Generation. Diese Zyklen laufen grundsätzlich, auch der Kondratiev-Zyklus, läuft immer 3 Generationen. Der Vater erstellt's, der Sohn erhält's, dem Enkel zerfällt's. Ich habe genug mittelständische Firmen gesehen, vielleicht 90 oder über 90. Ich habe gleiche Schicksale, ich denke an Grupp und so weiter. Das eine, es war keine mittelständische. Das geht so, Vater baut auf, große Erfolge. Der Sohn hält, dass verbreitet ist und der Enkel sagt, ich bin doch nicht verrückt. Was soll denn das? Ich verkaufe das Zeug, ich kriege 37 Millionen in Bar nach Steuern und dann kommt der Satz, wo es mir immer regelmäßig schlecht wird, der heißt, sag, was willst du denn dann machen? Ich werde Künstler. Vielen herzlichen Dank, Herr Professor Dr. Bocker.